Schon lange vor Weihnachten sind überall in den Vorgärten Weihnachtsbäume mit elektrischen Kerzen zu sehen. In Corneliastraße stehen alleine drei, die jeden Abend brennen. Cornelia findet das schön. Sie möchte gern, dass ihre Eltern auch elektrische Kerzen für die Blautanne im Garten kaufen. Dann hätten auch sie einen leuchtenden Weihnachtsbaum die ganze Adventszeit hindurch. Aber Mutti und Vati halten nichts davon. Nein, der Weihnachtsbaum wird am heiligen Abend im Wohnzimmer aufgestellt und festlich geschmückt. Auch nicht mit elektrischen, sondern mit echten Kerzen, sodass es richtig nach Weihnachten riecht. Und wie ist das mit den bunten Blinklichtern an den Fenstern, die Cornelia überall sieht? Lichter in vielen Farben, Plastiksterne, die abwechselnd blau und rot blinken. Nein, sagt Vati. Niemals, sagt auch Mutti und schüttelt den Kopf. Das ist Kitsch und gehört nicht zu Weihnachten. Als Hajo aber erzählt, dass seine Eltern nun auch aus seinem Fenster ein Blinkfenster gemacht haben, das den ganzen Abend blinkt, da ist Cornelia richtig traurig und ärgert sich über ihre Eltern. Alle schmücken ihre Fenster vor Weihnachten, sagt sie, nur wir nicht. Und was ist mit dem schönen großen Stern am Fenster, fragt Mutti. Der ist doch nur aus Stroh und er kann auch nicht blinken. Das ist aber traurig, sagt Mutti, und Cornelia ist sich nicht sicher, was sie nun meint. Ist es traurig, dass der Strohstern, den sie zusammen mit Mutti gebastelt hat, nicht blinkt? Oder ist sie traurig über das, was Cornelia gesagt hat? Wir haben kein Schaufenster zu Hause, sagt Vati ganz ruhig. Das Glitzern und Blinken gehört zu den Schaufenstern der Geschäfte, aber nicht zu uns. Am liebsten möchte Cornelia jetzt gar nicht zusehen, als Vati die dicken roten Adventskerzen anzündet. Ich habe etwas ganz Besonderes gekauft, sagt Mutti und stellt eine kleine Schachtel auf den Tisch. Vielleicht doch ein Blinkstern? Nein, dafür ist die Schachtel viel zu klein. Na, schau mal nach, sagt Mutti, und Cornelia nimmt vorsichtig den Deckel ab. Erstaunt packt sie einen kleinen Mann aus, der aus Holz geschnitzt ist. Er hat eine große Pfeife im Mund und einen ganz altmodischen Hut auf. Auf dem Weihnachtsmarkt hat Cornelia solche kleinen Holzmänner schon gesehen. An einem Stand waren ganz viele aufgebaut und jeder sah ein bisschen anders aus. Er kommt aus dem Erzgebirge, sagt Vati. Jemand hat ihn geschnitzt, damit wir uns nun alle über ihn freuen können. Er nimmt Cornelia den kleinen Mann aus der Hand und dreht behutsam an seinen Beinen, die in dicken Stiefeln stecken. Jetzt sind die Beine ab und Cornelia sieht, dass der Holzmann innen hohl ist. Und auf seinem Unterteil ist eine kleine Metallplatte. Jetzt stellen wir eine Räucherkerze darauf, sagt Vati, und holt aus einer kleinen Tüte einen winzigen roten Kegel heraus. Das ist doch keine Kerze, meint Cornelia. Sie ist jetzt sehr neugierig geworden. Eben, eine Räucherkerze, sagt Mutti und zündet ein Streichholz an. Sie hält es ganz dicht an den kleinen roten Kegel. Sie brennt gar nicht, sagt Cornelia. Sie raucht nur. Das soll sie auch, lacht Vati und stellt nun das Oberteil des kleinen Holzmanns wieder auf seine Beine. Der raucht ja. Cornelia kann es nicht fassen. Aus seinem Mund kommt Rauch heraus und es riecht auf einmal so gut. Ein Räuchermännchen, sagt Mutti. Da vergisst Cornelia auf einmal die Weihnachtsbäume mit den elektrischen Kerzen und die bunten Fenster mit den Plastikblinksternen. Sie blickt nur auf das Räuchermännchen und freut sich so richtig darüber, wie gut es auf einmal überall riecht. Und als sie einen kurzen Blick auf die kleine Tüte wirft, die Vati noch immer in der Hand hält, da stellt sie beruhigt fest, dass dort noch viele Räucherkerzen drin sind. Noch sehr viele.
Das muss ich dem Hajo erzählen, sagt sie. Ich bringe ihn morgen mit. Das muss er sehen. Und riechen, fügt Vati hinzu und legt Cornelia den Arm um die Schulter.